Wer bei diesem Bild an Europa denkt, vielmehr an Rom natürlich, die Gründer Romulus und Remus, gezeugt von der Wölfin, der liegt wahrscheinlich gar nicht so falsch, denn da hinten steht auch schon Lupa Romana. Also insofern, das ist der richtige Hinweis. Ich bin aber trotzdem immer noch in Tokio. Man hört es an den Semi, an diesen ganz lauten Bzzz, 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 Bzzz. Das ist ein klassisches Geräusch um diese Jahreszeit hier in Japan. Da sind genau diese kleinen Viecher unterwegs. Die kriechen aus der Erde, klettern die Bäume hoch, freuen sich dann endlich jemanden gefunden zu haben für das Leben. Tatsächlich bleiben sie das ganze Leben lang zusammen, denn sie sterben kurz danach. Also insofern nicht ganz so schön, wie das dann klingt. Das, so kann es eben passieren. Man muss sich nicht immer gleich für immer binden. Das ist für uns Börsianer ja nicht ganz so außergewöhnlich. Und dabei rede ich nicht von Partnerschaften, sondern von Engagements, die man mit dem Markt gerade hat. Nachdem der Markt so schön gestiegen war, könnte man ja eigentlich sagen, Mensch, die Long-Seite, die ist klasse. Aktuell gibt es aber durchaus schöne Hinweise für die Short-Seite. Beispielsweise beim Dow Jones, beispielsweise beim Gold, den haben wir heute als Trade des Tages für Sie vorbereitet. Gucken Sie sich mal an, wie wir das Ganze auffassen. Da sehen Sie unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Das kann vielleicht eine Hilfe für Sie sein, für die eine oder andere Entscheidung. Aber Sie können auch mal gucken auf den DAX, denn der hat ein ähnliches Bild. Und deshalb lädt er förmlich dazu ein, da mal was zu tun. Also wir sehen, auf vielen Märkten ist es im Moment eine ganz spannende Situation, sich mal kurzzeitig zu positionieren. Wie gesagt, long oder short und wo ungefähr rein. Gucken Sie sich das hier im Trade des Tages bei Gold einfach mal an. Dann haben Sie eine Idee, was wir da meinen und wie wir mit so einer Situation eben umgehen. Heute Einflussfaktoren dürfen wir nicht vergessen. 14:30 gibt es die Bruttoinlandsproduktzahlen, GDP-Data von Amerika. Also da wird eine schlechtere Zahl für das zweite Quartal erwartet. Wir müssen damit rechnen, dass das keinen so tollen Einfluss hat. Also rechnen Sie vorsichtshalber mal mit dem Schlimmsten, insbesondere wenn es Abweichungen gibt, kann der Markt da durchaus mal einen Schub noch mal bekommen, insbesondere wenn es natürlich Abweichungen nach unten gibt oder vielleicht auch nicht. Keiner weiß es so genau, das ist der Grund, warum wir immer wieder über Trigger reden. Ich hatte da letztens ja einen Videobeitrag hier gepostet, also vielleicht haben Sie sich den angeguckt, dann wissen Sie, warum ich das so andeute. Dann 16 Uhr gibt es mal Uni Michigan, nochmal Consumer Sentiment, also Verbrauchervertrauenszahlen. Nicht ganz so wichtig wie die Bruttoinlandsproduktzahlen, die Wirtschaftskennzahlen aus Amerika. Aber trotz alledem ist es nicht schlecht, da mal drauf zu gucken. Insbesondere, wenn es da heftige Zahlen gibt, Abweichungen von Erwartungen, dann ist es sinnvoll, da gegebenenfalls vorher außerhalb des Marktes zu sein. Also ich versuche immer nicht, mich da zu positionieren im Vorhinein, sondern dann erst reinzugehen, wenn sich die Marktteilnehmer dann für eine Richtung entschieden haben. Das ist für mich deutlich bequemer, weil ich da nicht so viel Sorge haben muss. In diesem Sinne kann ich eigentlich nur fast so schließen, wie ich begonnen habe, nämlich europäisch. Denn Romulus und Remus, die gehören natürlich eigentlich nicht hier in den Hibiya-Park in Tokio. Aber ich gehöre es zumindest mal heute noch, aber morgen dann auch nicht mehr. Denn ich fliege morgen, sofern der Wind, Sie sehen es hier vielleicht ein bisschen im Hintergrund, es ist sehr, sehr windig, denn es ist ein Taifun angemeldet und ausgerechnet über meinem Flughafen, wo ich morgen starte, da soll es dann um die richtige Uhrzeit, also wenn ich losfliegen soll, richtig losgehen. Es geht jetzt schon mit dem Wind los. Mal gucken, ob es mich dann in die richtige Richtung bläst. Wir werden es sehen. Wenn Sie mich nächste Woche sehen, sollten Sie also europäische Hintergründe haben. Keine Sorge, wir machen aber trotzdem weiter. Ferien gibt es nicht. Wir werden natürlich trotzdem miteinander sprechen können. In diesem Sinne nochmal ein letzter Blick hier über den wunderschönen Park und die Skyline ein bisschen von Tokio.